Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wie ihr seht, wir sind schon wieder im Krieg oder noch immer im Krieg. Wenn ihr die letzte Folge angeschaut habt, wisst ihr, wir haben noch einmal Großbritannien den Krieg erklärt, um ihnen noch einmal ein Stück von Indien rauszureißen. Jetzt geht es uns ja hauptsächlich darum, dass wir diese kleinen Zusatzgebiete, die unter britischem Einfluss stehen, zurückerobern. In der vorletzten Woche haben wir schon Jaisalmer quasi erobert und eingegliedert. Die haben sich netterweise von Großbritannien losgesagt, während Kutsch sich leider nicht losgesagt hat. Ich weiß nicht genau warum. Die hatten auch eine Revolution und nach der Revolution, nachdem das alles weg war, waren sie noch immer britisch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, gut. Ist egal. Auf jeden Fall, derzeit sind wir dabei, in Russland einzudringen, weil die Wahl des Beginns des Kriegs war relativ, glaube ich, relativ gut gewählt. Wir haben Großbritannien angegriffen, wie Schweden Russland angegriffen hat. Und nachdem wir das gemacht haben, hat auch das Osmanische Reich Russland angegriffen. Ich hoffe also, dass Russland und Großbritannien so abgelenkt sind, dass wir dieses Mal etwas schneller den Krieg gewinnen. Ja, wir haben einen Verbündeten, der mit uns kämpft, nämlich Italien dieses Mal, nicht Deutschland. Ich erhoffe mir von Italien auch nicht weniger Hilfe als von Deutschland. Mal abgesehen davon, dass Italien da in den Kolonien relativ stark ist. Stärker als die... ich glaube, das ist Portugal. Genau, Portugal wird auch von den Italienern angegriffen. Was haben wir da? 335, 325, 022, ja. Also 345, 335 gegen 345. Mal schauen, ob die Italiener diese Schlacht gewinnen. Ich habe einfach große Hoffnung in Italien, dass sie stark genug sind, uns da zu unterstützen. Genialerweise haben sie da oben auch irgendwelche Rebellen. Naja, wer weiß, ob Italien stark genug ist, uns zu unterstützen. Schauen so aus, als würden sie sich sonst so schon schwer genug tun. Ja, ekelhaft. Das sind 60.000 Briten. Aber relativ viele Italiener. Na gut, egal. Ja, wie schon gesagt, wir tun einfach unseren Teil und an und für sich sollten wir auch alleine gewinnen können. Wir sind mittlerweile so stark, dass das überhaupt kein Problem darstellen sollte. Aber wer weiß das schon. Ausgezeichnet. Freunde, ausgezeichnet. Auch hier geht es da jetzt in Richtung Norden. Also gegen die Briten haben wir da schon fast gewonnen. Vielleicht sollten wir da mal reingehen. Und ja, wie schon gesagt, also die Russen sind da relativ schwach an der Grenze dieses Mal und ich glaube einfach, dass das wirklich daran liegt, dass sie ihre Truppen aufsprageln. So, Surat, auch du. Achso, nein, ich bin drauf gekommen, wir müssen tatsächlich. Wir müssen tatsächlich
verschiffen, weil da unten diese zwei Inseln, ich dachte eigentlich, das ist eine Inselgruppe, nämlich die Malediven. Also, das sind wirklich nur die Malediven, da diese zwei Inseln. Aber nicht nur die Malediven gehören zu Ceylon, sondern auch Diego Garcia. Was ein bisschen ärgerlich ist. Das heißt, wir müssen darunter, weil wir ansonsten nicht 75% von Ceylon erobern. Derzeit haben wir nur 50%, mit dem haben wir dann 4 von 6, das sind 2 Drittel, das heißt 66%. Das heißt, wir müssen diese Inseln da unten auch erobern, zumindest eine Inselgruppe. Einer geht nach Pegu, einer geht nach Rangoon. Ich glaube, zwei Armeen werden da unten reichen. Falls da irgendjemand angreift, oder? Na, geht an hier. Alles kann man gewonnen. Bis die Schiffe da sind. Also in Rangoon. Amarati. Ja, was machen wir mit dir? Wir warten noch eine Runde mal. So, hier geht's auch Richtung Russland. Richtung italienischer Grenze. Okay. Bin angekommen, auch gut. Ah, sehr gut, die bleiben da stehen. Ach. Du bist im Osch angekommen. Gezeichnet. So. Wir brauchen beide noch einen Panzer. Das Schiff und das Schiff geht da hin. Schauen wir mal. So, das Jahr 1919. Was wird es bringen? Also interessanterweise, es gilt ja alles nicht als Weltkrieg, obwohl mehr oder weniger die gesamte Welt mit Russland und Großbritannien im Krieg sind. Aber Russland ist keine Großmacht mehr. Deswegen sind sie kein Weltkrieg. Keiner von diesen Kriegen. Mehr von den anderen. Wir haben Trivandrum gewonnen. Gezeichnet, das heißt, du gehst auch Richtung Russland. Passt. 6. Jänner, 8. Jänner, schade. Erreichen wir nicht mehr.
schauen kann dieser britische Soldat müssen hinfliehen. Sind schon 33.000, habt ihr noch einen, schon einen Panzer? Nö. Du gehst mal daher. Da musst du zwar dann nachher nachfahren wahrscheinlich, aber 9.000, 12.000, das ist ausgezeichnet. So, du gehst mal daher. Was? Ach Gott, nein. Idiot. Bis daher haben wir gesagt. Du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Okay, passt. Ja, also das ist im Endeffekt nur noch Mikromanagement, was wir hier machen. Im Endeffekt geht es darum, möglichst schnell, möglichst starke Gebiete zu erobern und möglichst kleine Truppenkörper anzugreifen. So, hier diese 11.000. Okay, du gehst daher. Der Typ ist im Balk angekommen. Der wird jetzt mal nach Kiva gehen. Gut, bleibst du mal da. Und wartest. So, in welche Richtung wirst du gehen? Versuchen, ein Bündnis zu bringen. Nein, das werden wir nicht versuchen. Also sind wir, um die Beziehungen zu Frankreich verbessern. Ich habe nichts gegen Frankreich, echt nicht. In Japan wollen wir die Beziehungen verbessern. So, Ruhrriff. 20. Nein, 5. Februar. 1. Februar. So, auch du wirst jetzt in diese Richtung gehen. Dann haben wir da jetzt auch einen Panzer dabei, ausgezeichnet. Da haben wir einen Haufen britische Soldaten erledigt. Ah, da haben wir 15.000 Italiener, die das auch machen wollten. Auf nach Chiang Mai. Du gehst weiter Richtung Johor. Ist nach Ufuf.
statt sich von mir töten zu lassen. Ausgezeichnet. Die Malediven. Hey, wir haben den Kühlschrank entdeckt. Das habe ich letztens in der Schule kurz erwähnt. Herrschaften, der Kühlschrank war eine ganz wichtige Erfindung. Bis zu dem Zeitpunkt konnte man Nahrungsmittel nicht wirklich kühlen. Und deswegen hatte man echt Probleme bei der Lagerung von Nahrungsmitteln. Also außer im Winter. Okay, passt. Kann. Ja. Und bis dahin noch mehr Sinn. Auf nach Tungay, wir werden uns bewegen Richtung Moskau. Möglichst schnell. Wenn Moskau fällt, ist der Krieg zu Ende, würde ich fast sagen. Sabat, genau, noch einmal Arta. Okay, okay. Auf nach Nam. Novorossiysk. Wo ist Novorossiysk? Weiß ich nicht. Egal. Nicht dort, wo ich hingehe, auf jeden Fall. Huf, huf, gewonnen. Huf, huf. Merkur gewonnen. So, weiter nach Johor. Ah, okay. Wie wäre es mit Militärzugang? Was heißt, sie werden nicht akzeptieren? Ärgerlich. Ist das, ich muss mit dem Schiff rüberfahren? Ärgerlich. Wir werden irgendwo angegriffen. Bischkek haben wir gewonnen. Das heißt, wir gehen weiter nach Yasi. Und du gehst nicht nach Yasi, sondern nach Aktash. Wow. Also wir haben da plus 6 und er hat plus 0. Normalerweise müsste ich diese Schlacht locker gewinnen. Ausgezeichnet. Die Malediven haben wir gewonnen. Jetzt sollten wir da auf jeden Fall genug haben. Okay. Ja, du gehst daher, haben wir gesagt. Ja, warte mal, Äthiopien kann man auch beeinflussen. Gut, machen wir doch glatt. Steigern. Von vertraut. Gut, schauen wir mal. Kriege 30%. Schon an Schlachten. Na, schade. Wir blockieren auch irgendwas.
Ah, die Italiener wahrscheinlich. Na, das ist ja schon ganz gut. Das schaut ganz gut aus. Auch diese beiden Kriege. Nicht so gut natürlich wie meiner, was ich aber eh gut finde. Boah, sie haben 40.000 Mann verloren, wir haben 6.000 verloren. Verdammt, so viele Meldungen. Anderthalb Grad Kanal. Was? Anderthalb Grad Kanal? Das ist alles okay. Jetzt daher Vakuumröhren. Dadurch könnten wir besser Telefone erzeugen und Elektroteile und Radios, aber alles können wir noch nicht erzeugen. Ja. Industrialisierte Waffenindustrie. Na okay. Das ist gut. Dastehen. Vielleicht sollten wir gemeinsam Busuluk angreifen. Das finde ich gar keine schlechte Idee. So, und damit haben wir das da auch. Lässt du uns nicht durchsieren? Ich mag nicht mit dem Schiff fahren. Das ist sehr riskant, mit dem Schiff zu fahren. Weil an und für sich sollte das egal sein. Vielleicht sollte man noch einen Kriegsgrund hinzufügen. Und zwar in British Mysore vielleicht. Das kostet quasi nichts. Und dann haben wir ganz Mysore erobert, wenigstens. So, jetzt müssten wir eigentlich alles von denen erfüllt haben. Genau. Ceylon haben wir auch zu 83,3% erfüllt. Ausgezeichnet, jetzt müsste das alles Punkte bringen. Mehr als die Eroberungen, die wir da machen. Vor, in Oskar 18.000 Mann erledigt. Gut. Ohne irgendwie viel zu verlieren. Dann haben wir 33.000 Mann, die wir da hinschicken. Gehen wir mal nach Gurwey. Alma-Ata. So, was machen wir mit dir?
da helfen musst. Okay. Ach Gott. Weiter. Die Ego Garcia. Ich schaffe das wieder nicht rechtzeitig. Aber diesmal warten, glaube ich, auf ihn. Ja, diesmal warten auf ihn. Einfach. Mhm, im Busul kann man alle erledigt. Wir haben aber diesmal selber relativ viele Truppen verloren. Ärgerlich. Na gut, soll es sein. 26.000 Mann gehen da darüber. So, gibt's mal noch Oktober. Na sowas. Das sind jetzt elende Osmanen, die mir meine Dings, die mir meine Belagerungen streitig machen wollen. Ist das arg? Das ist mein Krieg, nicht eurer. Belagert's da oben im Norden. Bei den Russen. Na, tut's eh, brav. Brav, 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 brav. Aber wir sind braver. Auch Schweden belagert brav. Das heißt, im Endeffekt verliert Russland den Krieg an allen Fronten. Von überall strömen sie herbei. Ausgezeichnet ist es da. Machen die Italiener die Briten tot? Oder nicht? Schaut irgendwie nicht so aus. Oder, oh ja, eigentlich schaut es schon so aus, es sind keine Briten mehr da. Ist okay. Portugiesisch Gambia. Du gehst mal da hier. Na, du gehst nach Rangoon, genau. Und wartest hier. Uralsk. Saratow geht schon jemand. Uranburg geht gleich auch jemand, oder? Ja. So, was machen wir mit euch? Da geht niemand hin bis jetzt. Niemand daher. Ja, ausgezeichnet, endlich sind sie da, die Panzer. Ja, da hinten haben wir eigentlich schon alles. Gehen wir da her. Hervorragend, Spannungen lösen sich auf. Chittagong. Ah ja, genau. Jetzt haben wir wie viele Armeen hier? 4 haben wir jetzt hier. Okay, ist okay. Jetzt haben wir aber 4 Armeen. Das heißt, zumindest eine von denen werden wir noch Richtung Russland schicken. Und zwar nach. Das ist süß.
bleibst hier. Okay. Nach Samara. Wobei, damit schauen wir mal, ob man noch als Kriegsziel können wir befreit das Land machen. Nö. Das ist was anderes als das, was ich möchte. Ein Marionettenstaat entlassen. Den können wir nicht nehmen. Das ist so ehrlich. Das ist so super. Na, wobei 30 Kriegspunkte hätten wir jetzt eh nicht. Vielleicht kann ich das eh nicht nehmen, kann das sein? Und Johor soll auch 30 Kriegspunkte kosten. Nein, das kann man nicht vorstellen, was daran liegt. Das habe auch damals nicht können, wie wir noch nicht herausgefunden haben, dass man, wenn wir direkt auf Orissa gehen, liegt wahrscheinlich wirklich, weil wir mit denen im Krieg sind. Sehr ärgerlich. Die USA wären schon gut als Bündnispartner in dem Krieg. Die könnten Kanada auch klein hauen. Ich wette, es kommen wieder am Schluss des Krieges einen Haufen Truppen übers Meer zu uns. In Usensk haben wir einige Leute erledigt. Ausgezeichnet. In Astrakhan genauso. Astrakhan ist eine ganz wichtige Region, wenn man Europa Universalis spielt. Also für die Leute, die sowas interessiert. So, du gehst daher. Wo sein will. So, Schipanakel, wir fahren nach Johor. Zambül. Das haben wir schon. Gut. Ah, du bist daher, das ist eine gute Idee. Und hilfst dem dort. Gut, jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Wir haben da alles erobert. Gehen wir nach Aden. Von Aden können wir relativ leicht dann darüber. Sollte es sich irgendwo mal ausgehen, dass wir rüber können. Warte mal, Suezkanal. Dürfen wir da nicht durch? Werden nicht akzeptieren? Warum nicht? Dürfen wir bei euch durch? Ja, das ist gut. Aber die Osmanen, die sind irgendwie, die waren doch vorher noch Teil von meinem Bündnissystem. Wieso sind sie es jetzt eigentlich nicht mehr? Na gut, egal. An dieser Stelle werden wir für heute wieder aufhören.
Wir haben jetzt mal diese britischen Kolonien erobert. Ah, die Niederlande mal fragen, ob wir durch dürfen. Ausgezeichnet. Dann können wir nämlich da auch diese Gebiete noch erobern. Dann kommen wir nämlich bis nach Portugal darunter. Das heißt, wir können die portugiesischen Gebiete da auch noch angreifen und können die Italiener in den Kolonien ein wenig unterstützen, ohne dass wir viel Schiffe brauchen. Okay, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich freue mich dann schon. Tschüss.